Hallo zusammen, es ist Montag, der 8. März. Wir haben 17.50 Uhr. In diesem Clip geht es um die Commerzbank. Da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Vor euch liegt der Chart, der 5-Jahres-Chart seit dem 18.01.2016. Und ich befinde mich auf dem Trading Desk von der Hypovereinsbank One Markets. Wie gesagt, das ist der 5-Jahres-Chart. Und ich gehe mal ein bisschen näher ran. Dieser Trend hier ist vom 2018, vom Januar 2018. Er hat 3 Aufsetzpunkte hier, von daher ist das für mich ein akzeptierter Trend. Man kann natürlich auch versuchen, hier noch was runterzuziehen, aber da sind wir schon durch. Ich hole das Ganze mal ein bisschen näher ran, auf dass man das besser sieht. Und wir haben diesen Trend heute hier mit Schlusskurs, wenn auch nicht besonders viel, aber wir haben ihn überboten. Wir sind über die letzten Zwischenhochs hier und hier drüber. Und die Commerzbank war heute der drittbeste Wert im MDAX nach Fraport und Dürr. Mir geht es um Folgendes. Ich muss jetzt mal einen Vergleich machen mit verschiedenen anderen Bankaktien. Fangen wir mal an hier mit Banco Santander. Schauen Sie jetzt bitte mal auf die Bewegung seit Ende Januar. Santander 26% gestiegen. Der nächste Wert ist die BNP. Die BNP kommt von 40 hoch auf 53 und steigt somit 32%. Nächster Wert ist die Deutsche Bank. Steigt von Ende Januar bis jetzt um auch ebenfalls 32%. Die nächste Bankaktie wäre jetzt die ING. Auch die ING geht 31% hoch seit Ende Januar. Als letztes habe ich hier noch die Intesa San Paolo. Ja, die sind auch von 1,81 hochgestiegen auf 2,26. Das sind auch 22%. Sie haben diese Bewegung hier gesehen, ja? Ende Januar hoch. Jetzt schauen Sie mal, was die Commerzbank in der Zeit gemacht hat. Ende Januar ist hier. Das heißt, die waren dabei rund 5,50 und sind jetzt bei 5,80. Die haben verglichen mit den anderen Banken gar nichts gemacht. Jetzt kann man sagen, ja, das ist bestimmt die schlechteste Bank aus dieser Branche, wie auch immer. Aber sie haben ja seit 1.1. einen neuen Vorstandschef, der sich in der letzten Woche vom Februar dazu geäußert hat, was er jetzt als erste Maßnahmen macht, verschiedene Standorte schließen. Ist also das Hauptargument momentan. Und man gibt so einem Vorstandschef meistens so auch so eine Art 100-Tage-Frist. Das habe ich schon häufiger gesehen und ich glaube, erst jetzt wird man so langsam wach und sieht, dass die Commerzbank ein Nachzügler ist und durchaus erheblich mehr Potenzial als Risiko hat. Und zwar ist Nachüberschreiten der 6, der nächste Punkt, erstmal so im Bereich 7 zu finden. Und das sind ein paar Prozentpunkte. Und ich denke, dass die Commerzbank auf längere Sicht auch wieder zweistellig sein wird. Die wird der Deutschen Bank und den anderen Banken folgen. Wir sind von der Technik her, hier gelten wir als hoch, aber noch nicht mal als überkauft. Sie hat Platz. Ich mol's mal ein bisschen näher ran. Wir haben heute das obere Bollinger Band überboten mit Schlusskurs. Wir haben diesen langen Trend seit 2018 überboten mit Schlusskurs. Wir sind hier weiterhin positiv. Wir sind über das MACD weiterhin positiv. Ich sehe keine nennenswerte Gefahr momentan bei einem Markt, der auf einem neuen All-Time-High ist. Ich habe immer schon seit Wochen gesagt, ich erwarte im DAX nochmal so einen Final Peak nach oben. Und bisher hatten wir dieses Vierfach-Top und da waren wir bei 14.165. Gerade eben handelt er bei 14.373. Wir machen dieses Peak. Und das könnte unter anderem auch wenn es jetzt kein DAX-Wert mehr ist, der Commerzbank auch grundsätzlich weiterhelfen. Also ich finde, im internationalen oder im europäischen Vergleich haben die auf jeden Fall mehr Potenzial als Risiko. Ich habe mir mal ein paar Scheine rausgesucht und ich bin der Meinung, das hier ist ein Mehrfachboden im Bereich 5. Das heißt, da muss ich ein bisschen drunter gehen. Da komme ich hier auf diesen 4,90er Schein. Das ist kein großer Hebel, das ist 6,45. Das halte ich für absolut vertretbar. Und das ist die Kennnummer HR3QSC. Heinrich Richard 3. Qualle Siegfried Cäsar. Das wäre ein Schein, der hier unten drunter liegt. Man kann, aber das halte ich für riskant. Sogar einen suchen, der hier unter der 5,25 liegt. Aber der wäre mir zu heiß, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, mit dem hier habe ich einen relativ bequemen Abstand. Für einen Put muss ich deutlich höher gehen. Und zwar so um die Basis 7. Muss ich also hier über die Schiene den Hebel verändern und lege dann hier ungefähr bei 4. Da komme ich auf diesen hier. Das ist ein 7,21er. Ich sehe da momentan keine. Der Markt ist nach oben begriffen. Da kann man noch warten, um den zu nehmen.
bis da mal ein Verkaufssignal in Form eines zum Beispiel hier Inverted Umbrella Dojis kommt oder eines Shooting Stars, da kann man noch warten, aber das ist dann der Schein bei mir für die Watchlist im Moment mit einem 4,10er Hebel. Das ist die HR521 Davidora. 7,21er Basis, beide Scheine sind zeitlich unlimitiert. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.